Dies ist ein weiteres Video zum Thema Lösen von Gleichungen und hier geht es um eine spezielle Regel, die ich anwenden kann, wenn eine Gleichung einfach aus einem großen Produkt besteht. Nämlich in diesem Beispiel, komme ich gleich noch dazu. Die Regel lautet, dass ein Produkt genau dann 0 ist, wenn mindestens ein Faktor 0 ist. So, wenn ich mir das hier angucke, ich habe hier eine ziemlich lange Gleichung. Normalerweise würde man die jetzt vielleicht aufwendig ausmultiplizieren, hätte dann einen sehr komplexen Term, wo es schwer ist, da die Lösung für zu bestimmen. Jetzt gucke ich aber genau hin und sehe, dass ich auf dieser Seite ein einzelnes großes Produkt habe. Das heißt, wenn ich jetzt mir hier mal Blackboxen draus mache, dann sehe ich, ich habe einfach ein Produkt aus drei Faktoren. Hier vorne ist ein Faktor, noch ein Faktor hier. Und hier hinten noch einer. Und da ist nicht noch irgendetwas plus, minus, sonst irgendetwas hinten dran. Das heißt, ich habe wirklich nur ein Produkt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss dann natürlich 0 stehen. Und jetzt kann ich halt sagen, einer dieser Faktoren, also entweder hier vorne der erste oder dieser zweite hier oder der kleine dritte hier hinten, einer von denen muss 0 sein und dann ist die Gleichung erfüllt, denn dann steht auf der anderen Seite nämlich auch 0. Die anderen Faktoren müssen nicht gleichzeitig 0 sein, denn wenn ich 0 mal irgendetwas rechne, kommt ja auch 0 heraus. So, und jetzt gucke ich mir die einzelnen Faktoren genau an, um zu bestimmen, was ich denn jetzt für x einsetzen muss, damit mindestens ein Faktor 0 wird. Vielleicht nochmal kurz zum Vergleich, wie sähe eine Gleichung aus, wenn ich eben diese Regel zum Beispiel nicht anwenden kann. Wenn da zum Beispiel steht 2x minus 1. Mal x minus 3 gleich 0. Dann habe ich zwar hier vorne ein Produkt und könnte jetzt auch hier wieder eine Blackbox draus machen. Dann stände hier aber irgendwie Faktor mal Faktor und hier habe ich noch eine einzelne Differenz in diesem Fall. Und von außen betrachtet bleibt diese Differenz auch bestehen. Das heißt, diese Seite ist nicht ein einziges Produkt, sondern eine einzige Differenz von außen betrachtet. Da kann ich das nicht drauf anwenden. Genauso, wenn hier auf dieser Seite nicht 0 stehen würde. Denn es kommt ja gerade darauf an, dass wenn hier ein Faktor 0 ist, dass dann das ganze Produkt eben 0 ist und nicht irgendeinen Wert hat. Jetzt nochmal wieder in die Faktoren reingeschaut. Jetzt ist also der Inhalt tatsächlich interessant. Ich schreibe die drei Faktoren hier nochmal auf. So, ich habe jetzt einfach hier die einzelnen Faktoren rausgenommen und daraus eine Gleichung gemacht. Denn entweder muss dieser Faktor gleich 0 sein oder dieser Faktor gleich 0 sein oder dieser hintere Faktor gleich 0 sein. Und um herauszufinden, was ich denn jetzt hier für x einsetzen muss, damit dieser Faktor hier gleich 0 ergibt, löse ich diese Gleichung einfach nach x auf. Also für die erste Rechnung muss ich lösen 2x minus 1 gleich 0. Bringe ich einfach die minus 1 auf die andere Seite. Und teile dann durch 2, um das x alleine stehen zu haben, habe also x gleich 1/2. Das wäre meine erste Lösung für diese Gleichung hier oben. Ich kann das jetzt testen, ob das eine korrekte Lösung ist, indem ich 1/2 jetzt hier oben für jedes x einmal einsetze. Dann kriege ich hier 2 mal 1/2 macht 1, 1 minus 1 macht 0. Mal. 1/2 zum Quadrat macht 1/4, minus 4 macht minus 15/4, mal 1/2. Und das soll gleich 0 sein. Und wenn ich das jetzt angucke, habe ich hier zwar einen Wert ungleich 0 und hier auch. Das ist mir aber relativ egal, denn hier vorne steht 0 mal. Und das bedeutet, 0 mal irgendwas ist 0, 0 ist also gleich 0. Jo, korrekt, wenn ich x gleich 1/2 hier oben einsetze, bekomme ich als Lösung 0 gleich 0 heraus. Gut, nehme ich mir hier den zweiten Faktor vor. Das mache ich, indem ich hier diese Gleichung löse. Das hier ist eine quadratische Gleichung. Gott sei Dank habe ich nicht noch irgendwie 3x oder 2x oder minus 4x hier irgendwo dazwischen stehen. Deswegen kann ich das x² alleine auf eine Seite ziehen, bringe also die minus 4 rüber, indem ich plus 4 rechne und kann jetzt die Wurzel ziehen. Nicht vergessen, dass ich durch das Wurzelziehen zwei Lösungen erhalte, also plus minus 2. Das sind meine nächsten beiden Lösungen. Die kann ich jetzt genauso hier oben wieder einsetzen. Ich nehme erstmal die plus 2, dann habe ich 2 mal 2 macht 4, minus 1 macht 3, bekomme ich hier aus dem ersten Faktor heraus. Hier habe ich 2 ins Quadrat macht 4, minus 4 macht 0 und hier hinten bleibt 2.
und das Ganze soll gleich 0 sein. Kann ich hier jetzt ausrechnen, 3 mal 0 mal 2, das macht 0, weil ich ja die 0 hier habe. 0 gleich 0, jo, das passt. Plus 2 ist also auch eine korrekte Lösung. Das Ganze mache ich jetzt für minus 2 natürlich auch und werde feststellen, dass das auch eine korrekte Lösung ist. Jetzt bleibt hier noch mein dritter Faktor hinten, also hier x gleich 0. Das kann ich direkt ablesen, da kann ich für x hier einfach 0 einsetzen, dann bekomme ich die 0 hier hinten raus, habe dann irgendwas mal 0, 0 ist gleich 0, passt also auch. Zum Schluss die Lösung nochmal in einer Lösungsmenge zusammentragen und schon bin ich fertig. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, dass man so eine Gleichung, wo ich auf der einen Seite ein einziges großes Produkt habe, dass man das eben nicht ausmultipliziert, sondern nach dieser Regel behandelt, indem man die einzelnen Faktoren einzeln anschaut. Und es sollte klar geworden sein, dass auf der anderen Seite unbedingt hier 0 stehen. Und es sollte auch klar geworden sein, auf welche Gleichung hier man diese Regel nicht anwenden kann. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen aus diesem Video auch verstanden habt.